Jesus dieser Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, nicht auf das Fest, nicht auf das Fest. Im Hause Simonis des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu gehen mit diesem Wunder zu Lazarus, zu Lazarus, zu Lazarus? Sprach er zu ihnen: Was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gut Werk an mir getan. Ihr habet alle Zeit Armen bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen, ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Von meinem
ging hin der Zwölfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
ersten Tage der süßen Brut traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Wie ihnen Jesus befohlen hatte und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend satzte sich zu Tische mit den Zwölfen, und da sie aßen, sprach Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und hoben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm, und sprach, Wer mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet, er wird mich verraten, des Menschen Sohn jetzt war dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm, O sage, Sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach, Nehmet, esset, das ist mein Er nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach, Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments. Vergossen wird für viele.
Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sie zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galiläa. Sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin gehe und zu sich Petrum und die zwei Söhne Zebedei und fing an zu
uns zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Schmerz, ihr zehnt das gequälte Herz. Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht. Das ist in uns auch alle solche Lagen. Der Richter führt ihn vor Gericht. Oh.
wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Heiland fällt zu seinem Vater nieder, dadurch erhebt mich und alle von unserem Falle hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es im lieben Gott gefällt. Anzunehmen, trink ich doch
zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Mal ging hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und ließ sie und ging aber mal hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünderhände überantwortet wird. Steht auf, lasset uns gehen. Siehe, ist da, der mich verrät. Als noch redete, siehe, da kam Judas, Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du gekommen? Da traten sie hin.
hinzu und legten die Hände an Jesu und griffen ihn. Seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt,
der soll nur schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr denn 12 Legionengel? Wie würde aber die Schrift erfüllet, es muss also gehen. Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fahren. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehrt im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, was erfüllet würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Thank you.
führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und setzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf dass sie ihn töteten, und fanden keines. Falsche Zeugen hier zu traten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten herzu zwei falsche Zeugen und sprachen: Ihr habt gesagt, ich kann
Tempel Gottes am rechten Grund, in Tagen, in Tagen, in selben Der Priester stund auf und sprach zu ihm. Antwortest du nicht zu dem, dass diese wieder nicht zeugen? Aber Jesus schwieg stille. Wenn Jesus schweigt, zu falschen Lügen stille, um uns damit zu zeigen, dass sein erbarmensvoller Wille vor uns zum Leiden sein dass wir in der gleichen Pein ihm sollen ähnlich sein und in Verfolgung stille schweigen. Schätzungen stechen. Geduld, Geduld, Geduld. Und
Der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest's, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Da speierten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah er ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete allemal und schwor dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu die da stunden und sprachen zu Petro: Da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging heraus und war
Des Morgens aber hielten alle hohe Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was sehet uns das an, was sehet uns das an, was sehet uns so, was sie ersehet so. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sie davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taucht nicht, es taucht nicht, dass wir diesen Gotteskasten legen. Denn es ist Blutgeld, denn es ist Blutgeld. Einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: Sie haben
haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel. Und haben sie gegeben um einen Töpfers Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest's. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor andern, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas oder Jesu, von dem gesaget wird, ihr sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nicht zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe heute viele Litten im Traum von seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zwei, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kommen, lass ihn kommen.
der Landpfleger sagte, was hat ihr denn Übles getan? Yes.
und sprachen: Lasst den Frohen. Schaffete, sondern dass ein viel größer Getümmel ward, nahm Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut vorhanden. Hin, dass gekreuzigt würde. Erbarmes Gott, hier steht der Heiland angebunden, o Geiselung, o Schnitt, o Wunden, ihr Henker, haltet ein, erweicht euch der Seelenschmerz. Solches Jammers nicht.
nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führeten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ja, freilich will in uns das Fleisch und Blut zum Kreuz gezwungen sein, gib mir es unserer Seele Blut, je herber geht es heim.
Da sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutscht Schädelstädt, gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet. Und da er schmeckete, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten,
teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Sie saßen all da und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden 2 Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Auch die hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten, und sprachen: Thank you.
Sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land. Bis zu der neunten Stunde und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Etliche aber, die das stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Wir hoffen, lieben Elias. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Gott, lass sehen, ob Elias auch noch den Bären. Aber Jesus schrie abermal laut und verschied. Thank you.
Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf und stunden auf wie Leiber der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Es waren viel Weiber da, die von Ferne zusahen, die da waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedient. Unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Thank you.
Oh.
Wickelte ihn in ein Reinleinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, ihr das Grab mit Hütern und versiegelten den Stein.